Die Essenz des Lebens. Ferry, Tami, Lucy und Honoria hatten das Geschehen der Schlacht verfolgt und gesehen, dass Verderbnis bezwungen worden war. Als Nekron sie erreichte, waren sie hoch erfreut, dass er es überstanden hatte, weshalb Tami gleich rief, als er den Geisterkönig über die Ruinenmauer fliegen sah. Nekron, ihr habt es geschafft. Das war allerdings knapp, fügte Lucy hinzu, während Ferry und Honoria in einigen Schritten Entfernung blieben und die Szene lediglich beobachteten. Wie ich sehe, habt ihr es auch überstanden. Wie geht es euch? Fragte Nekron erfreut über das Wohlergehen seiner Freunde. Wir sind zwar verletzt, aber es wird schon gehen, erwiderte Tami und fuhr fort. Ist Verderbnis wirklich besiegt? Ja, aber es wird ihn immer geben. Wir müssen daher sicherstellen, dass es nie wieder zu einem solch dummen Krieg kommt. Deshalb begleiten die Liche die Menschen in ihre Hauptstadt, um ihren Herrscher davon zu überzeugen, antwortete Nekron. Hoffentlich schafft Nocturnus das, zweifelte Lucy. Zweifelhaft wie immer. Aber so bist du nun mal. Du kennst Nocturnus schlecht. Er kann sich, sagen wir mal, sehr überzeugend ausdrücken. Zudem ist ein Lich ohnehin furchteinflößend. Aber genug von ihm. Ich bin euretwegen hier. Was werdet ihr jetzt tun? Würdet ihr mich auf den Geisterhügel zurückbegleiten? Ich kann ein paar tüchtige Biokryptologen gut gebrauchen. Tami und Lucy drehten sich zu ihren beiden Freunden um, die mit wohlwollender Miene zustimmend nickten, woraufhin sich die beiden Geister zu ihrem König umwandten und antworteten: Einverstanden. Wir verabschieden uns nur noch von unseren Freunden hier. Mit diesen Worten drehten sie sich um und schwebten zu Ferry und Honoria. Die beiden Pärchen standen sich zuerst wortlos gegenüber und wussten nicht so recht, was sie sagen sollten. Doch nach einer Sekunde Stille kratzte Ferry sich nachdenklich den Kopf und sprach: Tja, nun ja, wir werden euch sicher vermissen. Tja, entgegnete Tami etwas traurig und fügte hinzu: Es war ein tolles Abenteuer. Das sehe ich auch so, entgegnete Ferry, woraufhin wieder einige Sekunden Ruhe herrschte, ehe Honoria sprach: Werden wir uns jemals wiedersehen? Immerhin sind wir doch jetzt Freunde. Lasst Kummer nicht euer Herz ergreifen. Solange wir uns im Herzen bewahren, werden wir immer füreinander da sein, erwiderte Lucy, drehte ihren Kopf zu Nekron um und wieder zurück und fügte dann hinzu: Wir müssen langsam los. Alles Gute euch beiden. Mit diesen Worten verbeugte sie sich und wandte sich um und schwebte zu Nekron. Tami blieb noch einen Moment, um sich zu verabschieden, indem er den beiden Parapsychologen die Hand reichte und sie mit einem herzhaften Handschütteln verabschiedete, wobei er am Gehen noch hinzufügte: Wir werden uns ganz sicher wiedersehen. Ehe Nekron erreichte und leise zu Lucy sprach: Das war aber keine sehr herzliche Verabschiedung von dir. Ich bin darin nicht gut, darum versuche ich es immer so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, entgegnete seine Geliebte, ehe sich das Geistertrio erhob, um zum Geisterhügel zu schweben, wobei Tami und Lucy ihren beiden Freunden zum Abschied noch winkten. Diese erwiderten es, bis die Geister schließlich außer Sichtweite waren und die beiden Parapsychologen allein zwischen den Resten der Ruinen zurückblieben. Die beiden Liebenden schlossen sich in die Arme und dann sprach Honoria: Ich bin froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Ich auch. Es ist so erstaunlich, antwortete Ferry. Was ist erstaunlich? Fragte Honoria, während sie ihre Umarmung löste, um ihren Liebsten direkt in seine Augen blicken zu können, welcher anfing, ihren Kopf zu streicheln, wobei er antwortete: Dass eine so große Gefahr wie Verderbnis
stets unbewusst unter uns weilt und nur darauf wartet, bis wir Schwäche zeigen, um zuschlagen zu können. Und trotz der Tatsache, dass wir uns dieser Gefahr nicht bewusst sind, halten wir doch noch genug zusammen, dass er nicht stark genug wird. Es hat immerhin so viele Jahrhunderte gedauert, ehe er eine Lücke in Form eines schwachen Nekromanten gefunden hat. Das finde ich äußerst beeindruckend. Honoria kicherte zustimmend in ihrer süßischen Art und öffnete dann erschrocken die Augen und sprach: Oh, oh, wir haben Oolun ganz vergessen. Harry lächelte beruhigend zurück, hakte sich bei seiner Liebsten ein und begann mit ihr Richtung Samantha Herzogtum loszulaufen, wobei er sie mit den Worten beruhigte: Dieser alte Kerl ist gewitzt wie 12 Füchse. Ehe dem etwas geschieht, verwandelt sich der Sumpf in eine Sandwüste. Woraufhin seine Liebste erneut kichern musste und sich von ihm führen ließ. Als das Geistertrio ihre alte Heimat erreichte, sahen sie erfreut, dass sämtliche Spuren der Anomalie wie von Geisterhand verschwunden waren. Nun zogen wieder Geister über das karge Land und erfüllten das zu erwartende Horrorklischee. Zwar waren ihre Zahlen durch die lange Schlacht um mehr als die Hälfte dezimiert worden, dafür hatten sie jedoch ihre Heimat wieder. Auch wenn die Intention ihres Kampfes falsch war, so wartet der Kampf selbst die Erlösung und wer hätte mehr Ehre verdient als der Geisterkönig Hück selbst, der in der Gefahr der Schlacht tapfer und tollkühn über das Schlachtfeld schwebte, jeglicher Gefahr trotzend und die Streitenden über die düstere und hinterlistige Gottheit Verderbnis aufgeklärt hatte. Die Antwort lag klar auf der Hand: Tami und Lucy, sowie ihre beiden menschlichen Freunde, welche sich nicht beirren ließen und weiter nach der Wahrheit strebten, welche sie auch schließlich noch gerade rechtzeitig fanden und so eine Schreckensherrschaft eines Gottes verhinderten, der nicht einmal im Himmelsreich mehr willkommen war. Doch wie sagt eine alte Weisheit bereits so treffend: Der Weise rät, doch der Narr entscheidet. Und so kam es, dass Necron als Held gefeiert wurde, doch in seinen Erzählungen vergaß er nicht, die beiden Biokryptologen in höchsten Tönen zu loben, und so verversammelten sich schnell ein Sprechkreis, in dessen Zentrum sich die drei Geister befanden und ihren Kameraden von ihren Taten erzählten. Dabei entstand eine rege Diskussion und einer der Umstehenden fragte: Sagt mal, wie habt ihr es geschafft, eurer Meinung so treu zu bleiben, wo doch alle eine andere Meinung vertraten? Eine Meinung kritiklos anzunehmen, ohne darüber nachzudenken, das ist keine Kunst. Die Kunst besteht darin, eine Meinung zu vertreten, die sich als richtig erweist, auch wenn in dem Moment das niemand sieht. Es spielt keine Rolle, ob einer oder 1000 sich irren. Es ist und bleibt ein einziger Irrtum. War Lucys kühle und beeindruckende Antwort, welche den Fragenden verstummen ließ und auch den Rest der Runde so sehr beeindruckte, dass sie zunächst schwiegen. Necron war es, der dieses Schweigen brach, indem er in seinen ausgeschmückten, jedoch wahren Geschichten fortfuhr und die Menge so wieder mit Faszination umgarnte, dass sie gespannt lauschten. Und so begann auf den Geisterhügel eine lange Nacht der Erzählungen, welche erst am späten Morgen des darauffolgenden Tages endete. Noch in der späten Nacht, im zwielichtigen Schein des schwarzen Mondes, welcher nun bereits so sehr in seiner abnehmenden Phase war, dass die Sichel einen dünnen Strich am Himmel glich, erreichten die verbliebenen Truppen der Menschen, von denen es eigentlich nur noch Geisterjäger, Schwertkämpfer und Bogenschützen geschafft hatten, und die Lische, abgesehen von den einen, welche den gebannten Verderbnis in das Meer überführen sollte, die Öl, die Hauptstadt des Samantha-Herzogtums. Während die Truppen im Rücken den Schein des schwarzen Mondes hatten, erschien am gegenüberliegenden Horizont bereits die zunehmende Sichel des roten Mondes, der eine neue Jahreszeit der Trockenheit und Wärme ankündigte. Als die Einwohner der Stadt die anmarschierenden und zum Teil humpelnden Truppen hörten, öffneten sie die Fenster ihrer Häuser und blickten neugierig hinaus. Manche schlossen sofort angstvoll die Fensterläden, als sie die Lische sahen, doch andere hielten inne und wunderten sich lieber über die Einigkeit ihrer Truppen mit den Lichen. Sie verstanden nicht, was es damit auf sich hatte, doch ihre Neugier obsiegte die Angst und ließ sie an der ersten offiziellen Einigkeit zwischen Menschen und Untoten teilhaben. So erreichte das angeschlagene Heer den großen Marktplatz, wo sich die Truppen teilten. Die eine Gruppe bestand aus Nocturnus, Liliana, Mordoch, Rupert und etwa 2 Dutzend Elitekriegern, welche sich zu dem Palast des Herzogs begaben, während der verbliebene Rest sich dem großen Tempel näherte, wo die Geisterjäger das Geschehen eilig berichteten und erklärten, dass die Lische sich bereit erklärt hatten, die Verwundeten zu transportieren, damit sie geheilt wurden. Ob dieser Großzügigkeit der im Prinzip herzlosen Wesen, erbarmten sich die hiesigen Priester,
verließen den Tempel und gaben ihr Bestes, um die Verwundeten zu heilen, während die Lichter sich zurückhielten und lediglich die Verwundeten herbeischafften. Vor dem anderen Trupp jedoch bestand eine größere Aufgabe, dem Herzog das Bündnis und das Geschehene zu erklären. Doch bei der Kombination purer Stärke, die von Rupert ausging, der Gerissenheit und Spitzfindigkeit von Mordoch, der Schlagfertigkeit von Liliana und der Weisheit von Nocturnus hatte die Gruppe eine gute Chance, den Herzog für sich zu gewinnen. Doch schon am Tor trafen sie aufs erste Hindernis. Die massiven, mit Stahl verstärkten Holztüren waren verschlossen, woraufhin Liliana sprach: Rupert, darf ich bitten? Ein Gentleman öffnet einer Dame immer die Tür. Rupert schien diesmal sogar den Witz dahinter zu verstehen, grinste breit, holte mit seinem schweren Hammer aus und schlug auf die Tür ein, welche zuerst mal ächzte, doch nach zwei weiteren Schlägen nach innen aufbrach, wobei ein Teil der Tür dabei zu Bruch ging. Danke, sprach Liliana süßlich, ergriff Mordochs Hand wie eine Verlobte die ihres Zukünftigen, wenn sie zum Hochzeitsaltar schreiten, und trat durch die Pforte. Rupert folgte stumm und zu ihm gesellte sich Nocturnus, welcher kommentierte: Eine machtliche Stärke für einen Normalsterblichen. Rupert nahm dies als Kompliment und nickte dankend, während er zusammen mit Nocturnus, gefolgt von den Eliten, durch die Pforte schritt und sich die Gruppe nun in einen langen Gang befand, an deren Ende eine weite Tür war, welche zum Thronsaal führte. Es dauerte keine 10 Sekunden, ehe aus den Seitengängen, welche vor dem Thronsaal abgingen, einige Eliten gestürmt kamen und auf die Eindringlinge zuhielten. Wir waren wohl zu laut, sprach Mordoch. Die sollen sich nicht so zimperlich haben. Immerhin waren wir es, die die ganze Nacht gekämpft haben, antwortete Liliana. Die drei Geisterjäger und der Lich begaben sich in Kampfstellung und Nocturnus sprach: Muss der erste Schritt zum Frieden wirklich ich sein? Er bekam keine Antwort, doch dafür bemerkte er etwas Erstaunliches. Die Eliten, die sich hinter ihm befanden, stürmten auch ihresgleichen zu und diese waren so von dieser Tat überrascht, dass sie innehielten und von den anderen mit ihren langen Lanzen zu Boden gedrückt wurden. Dabei achteten sie sorgsam darauf, dass sie diesen nicht schadeten, sondern lediglich festhielten, um den Geisterjägern samt Nocturnus Platz zu machen. Diese erkannten dies und nutzten die Chance, um den Gang entlang zu rennen, wo Rupert mit einem massiven Bodycheck die Tür aufbrach, wo sie Herzog Flatulentius schnarchend im Thron entdeckten. Dieser schreckte durch den großen Lärm des splitternden Holzes auf und grub seine Hände tief in die flauschigen Seitenlehnen, als er die Eindringlinge sah. Was ist hier los? Wachen! Rief er ängstlich, während sich die Gruppe näherte und Liliana erwiderte: Die sind gerade beschäftigt. Entschuldigt die Umstände, ehrenwerter Herzog, und unser unverschämtes Eindringen, aber wir müssen dringend etwas klären, erklärte Mordoch dem zitternden Herrscher. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, sprach Nocturnus und reichte dem Herzog die Hand, woraufhin dieser sich hinter seinen Thron verkroch und an der Seite von diesem vorbeilugte. Rupert, schließe bitte die Tür. Das scheint etwas länger zu dauern und außerdem wird man bei dem Krach da draußen ja ganz kirre, sprach Liliana zu Rupert, welcher gehorchte, den schweren Thron ergriff und in die Pforte zwängte, wo sich noch einige Reste der Tür befanden. Der Herzog kroch auf den Po sitzend zurück, bis er eine Wand erreichte, an die er sich ängstlich lehnte, wobei er zitternd sprach: Nehmt euch, was ihr wollt! Verschont mich! Wir wollen fliehen. Beruhigt euch bitte, sonst versteht ihr nur die Hälfte von dem, was wir euch zu sagen haben. Und was sehr schade, denn es ist überaus wichtig. Daraufhin setzten sich die Geisterjäger und Nocturnus gegenüber dem König auf den Boden und erzählten ihre Geschichte von Verderbnis und was er alles angerichtet hatte und wie sie gedenken, ihn in Zukunft aufzuhalten. Als der Herzog das hörte, entschuldigte er sich vielmals dafür, die Untote in Verdacht gehabt zu haben, und Nocturnus entschuldigte sich seinerseits dafür, die Menschen verdächtig zu haben, sodass sich die beiden schnell einig wurden und Frieden schlossen. Ihr seht also, mein Herzog, es war immer nur die Zwietracht, die uns ins Verderbnis stürzte, nie etwas anderes, schloss Mordoch, doch Flatulentius sprang erregt auf und sprach: Da ihr das gerade erwähnt, in unserem Kerker hockt ja noch ein Nekromant, den wir zu Unrecht bezichtigt haben. Wir müssen ihn sofort freilassen. Rupert, öffne doch bitte die Tür.
sprach Liliana, und Robert nahm den Thron aus der Türöffnung heraus, wo die Eliten vereint warteten. Offenbar hatten sie einander ihre Geschichten erzählt und waren ebenfalls zu einer Einigung gekommen. Die neu vereinte Gruppe lief unter der Anführung des Herzogs in die Kellerräume, wo sie auch den Kerker fanden und durchsuchten die Zellen. Es war niemand zu finden. Betrübt sprach Herzog Flatulentius, als seine kleine Blutfürstin in der Zelle sah, wo er Orlon eingesperrt hatte. Offenbar hat er sich selbst gerichtet. Ich hätte mein Urteil weiser und bedachter sprechen sollen. Dann hätte ich einen so tüchtigen Mann nicht verloren. Er ließ den Kopf hängen und Nocturnus legte seine Skeletthand auf die Schulter seines neuen Verbündeten und sprach: Viele haben diese Nacht umsonst ihr Leben gelassen. Doch wir können in seinen Entscheidungen einen Sinn geben, wenn wir dafür sorgen, dass der Grund ihres Todes nicht vergessen bleibt. Vielleicht solltet ihr auch ein Denkmal setzen für das Martyrium dieses Mannes. Daraufhin hob der Herzog entschlossen den Kopf, stellte sich den vier Anwesenden gegenüber und sprach: Nocturnus hat recht. Wir haben die Nekromanten zu Unrecht jahrelang verstoßen und gejagt. Ab heute soll damit endgültig Schluss sein. Desto ferner sollen sie einen gleichberechtigten Platz neben den Geisterjägern finden und parallel ihre Lehren dazu verbreiten können. Mit diesen Worten schloss der Herzog das Gespräch und die Zukunft zeigte, dass er sich an sein Wort hielt. Nach und nach entstanden neue Schulen für die Nekromanten und sie fanden nach anfänglichen Unwillen Anklang, da sie ethische Richtlinien für das Anwenden ihrer Magie einrichteten, welche die Anwendung der Magie auf Notfälle und für Übung unter Aufsicht durch Priester beschränkte. Damit war zwar noch lange nicht die Gleichstellung zu den Priestern und Geisterjägern erfolgt, doch es wurde der erste und schwerste Schritt in die richtige Richtung getan. Ein Nekromant allerdings bekam davon nur wenig mit. Orlon saß derweil in seiner Höhle am Sumpf und schmunzelte bei einem Spinneneintopf vor sich her, wobei er sprach: Als wenn einen guten Nekromanten ein paar Gitterstangen festhalten könnten. Schlürfte seine Suppe und genoss sein Dasein wie eh und je. Verderbnis hingegen, gefangen durch starke Magie, fluchte mit seiner piepsigen, geschwächten Stimme, als sich der Licht im Meer näherte und die Gottheit schließlich in die Tiefe warf, wo sie zusehends versank und nach vielen tausend Metern den dunklen, kargen Meeresgrund erreichte, wo Verderbnis sprach: Ich komme wieder eines Tages, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Mitten aus eurer Geborgenheit werde ich euch erneut den Schleier herunterreißen und euch mit eurem eigenen Übel bekannt machen. Ihr mit eurer sinnlosen Existenz. Auf einmal erschien in der Dunkelheit ein Licht, was sich langsam materialisierte, wozu Verderbnis witzelnd sprach: Was ist denn jetzt schon wieder? Hat man nicht mal in der Tiefsee seine Ruhe? Das Licht formte sich immer mehr zu einem Körper zusammen, der schließlich ein Engel im weißen Gewand und mit im Wasser wallenden, blonden Haaren hervorbrachte. Auf dem weißen Gewand befanden sich zwei überkreuzte Stechpalmenzweige mit Früchten, welche sich bis zum Hals herauf zu winden schienen und der Gestalt eine gewisse, mystische Grazie verliehen. Ein großes, mit gelblichen Flammen züngelndes Schwert in der rechten Hand des Engels hingegen zeugte vom kämpferischen Talent. Frieden, was willst du denn hier in deiner existenziellen Ironie? Fragte Verderbnis, wobei er die Sache mit der Ironie auf das Schwert bezog, da es symbolisch für den Kampf steht und deswegen an sich nicht zufrieden passt. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch auch hier der unabdingbare Zusammenhang zwischen Frieden und Krieg zu erkennen, denn auf das eine folgt das andere. Und nur beide können als entgegengesetzte Größen parallel zusammen existieren. Eine der größten Ironien des Universums. Die Gottheit Frieden achtete nicht auf die Provokation von Verderbnis, sondern entgegnete sanft: Armer Verderbnis, du lachst über die Individuen, die ihr Leben so frei und so facettenreich gestalten können, die ein solches großes Glück erleben können,
dass für sie der Sinn von Natur aus bereit damit gegeben ist. Und du bist dabei selbst zu arm dran. Eine Existenz, die nirgends gewollt wird und die ihr Dasein stets gefesselt durch ihre Meinung nach niedere Wesen fristet. Als wenn du es so viel besser hättest. Du lebst auch ewig und dienst da oben bloß in all Ewigkeit. Warum sollte deine Existenz so viel bedeutender sein? Erwiderte ein, nun sehr verbissen wirkender Gott. Ich diene nicht, ich helfe. Das ist der große Unterschied, den du nicht begreifst. Und was deine Frage bezüglich unserer beiden Existenzen angeht. Erwiderte Frieden und verblasste, wobei es ihren Satz noch zu Ende führte. Das möchte ich dir nicht verraten. Immerhin sollst du dich die lange Zeit, die du hier verbringen wirst, nicht langweilen. Und Verderbnis blieb in der Dunkelheit der Tiefen zurück und spürte das erste Mal so etwas wie Reue, da Frieden ihm das Gefühl gegeben hatte, dass er gerade eine mögliche Amnestie im Himmelreich verspielt hatte. Nach einigen Wochen war über ganz Psyroko wieder Ruhe eingekehrt und die Menschen waren bemüht, in der Hitze der heißen Jahreszeit, die durch den roten Mond geprägt wurde, ihre Felder noch ausreichend zu bestellen. Dazu kam noch die große Trägheit in den Mittagsstunden, welche zu einer Siesta verführte, der nicht jeder widerstehen konnte. Doch die Ernte lief gut und alle bekamen genügend. Durch die angebrochene Friedenszeit herrschte in der Bevölkerung eine gewisse muntere Stimmung, welche nach und nach die Trauer über das Ableben ihrer Verwandten und Freunde verblassen ließ. Doch auch Ferry und Honoria trugen maßgeblich dazu bei. Nun, da die Angst der Menschen gegenüber den Untoten etwas gesunken war, hatten sie einen angenehmen Nebenerwerb erworben. Sie geleiteten Trauernde, die noch einmal ihre Verstorbenen sehen wollten, zu dem Geisterhügel oder zu den Zoomflöchern, wo sie noch einmal die Chance erhielten, mit ihnen zu sprechen. Oftmals waren sie sehr beruhigt darüber, dass ihre Verwandten glücklich als Geister oder als Zombies ihr Dasein fristeten und manchmal entstanden sogar rege Beziehungen, die wöchentliche Besuche zur Folge hatten. So hatten Ferry und Honoria auch die Gelegenheit, ihr Wissen über Leben, Tod und Dasein zu erweitern und gleichzeitig anderen zu helfen. Sie saßen gemeinsam an ihrer Lieblingsstelle, lehnt an dem Baum, an dem Ferry ihre Initialen in ein Herz geritzt hatte, und beobachtete die Sonne, wie sie langsam am westlichen Horizont unterging und sich dafür im Osten der rote Mond erhob. Eng umschlungen genossen sie diesen Anblick, wobei Honoria sprach: Das Leben ist so schön, weil ich es mit dir verbringen kann. Danke. Ich bin auch froh, dass ich es mit dir verbringen darf. Erwiderte Ferry und beide küssten sich. Ich wünschte, es gäbe kein Ende. Fuhr Honoria fort, während sie mit ihren Liebsten den Nachthimmel genoss. So wie ihr euch liebt, solltest du dich darum nicht sorgen. Ertönte auf einmal eine Stimme. Die beiden drehten sich um und sahen, dass sie von Lucy stammte, neben der Tami stand, welcher sprach: Ich sagte doch, wir werden uns wiedersehen. Es freut mich, euch zu sehen. Aber was meinst du mit dieser Aussage? Erkundigte sich Honoria, woraufhin Lucy mit tiefer, weißer Stimme ruhig erwiderte: Solange eure Seelen miteinander verbunden sind, werdet ihr zusammen sein. Lange nachdem das Körperliche dahingeschieden ist, werden eure Seelen noch immer miteinander verbunden sein. Und ihr könnt euch bis in alle Ewigkeit genießen, denn dies ist unvergänglich. Hängt nicht so sehr an eurer Sterblichkeit, sondern genießt euer Leben. Denn wenn ihr einander für immer findet, wenn ihr glücklich und frei vor der Angst der Endlichkeit existiert, werdet ihr in dieser Weise unsterblich. Alles kommt, alles geht, doch dies hat Bestand. Es ist das Einzige, was auf immer bestehen kann. Leben gehen, Sterne sterben, und das ist wichtig. Denn jeder Anfang braucht ein Ende. Thank you.
aus der die Stimme zu kommen schien, und erblickten dort abermals winkende Silhouetten, welche durch die Dumpfschwaden? Oh Gott, ja, toll! Erwiderte Tami mit einem glücklichen Lächeln. Die beiden verharrten so in innigen, liebevollen Momenten, wie wenn dafür würde ich meiner Faust ins Feuer legen. Gewollt wird und die ihr Dasein stets gefesselt und... Mann! Durch ihre Meinung nach niedere Wesen fristet. Antwortete Roland bedächtig. Aber ihr sagtet auch, dass ihr eure Gäste wünscht. Nein, dass ihr euch Gäste wünscht. Outtake! Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Biene und Eggy. Es geht wieder. Sie haben mir nichts getan. Haben nur einen Höllenschrecken bekommen. Das kannst du mit dieser Stille. Blitz durch. Der Feldwebel sitzt gleich hinter der ersten Tür rechts. Klopf aber an. Okay. Da steht nicht okay. Das ist nicht okay. Also nochmal, damit es okay wird. Okay? Klar. War Olon kurze kurz. Okay, ganz kurz nochmal. Während der Kampf tobte, der aussichtslos war, schmierte mein Mikro ab. Das ist ein Outtake, aber... Sprach die Frau, ehe sie sich mit leisen Schritten entfernte und Honoria in ihrem Zimmer zurückließ, wo sie sich verwirrt und unverstanden auf das Bett fallen ließ. So lag sie eine Zeit lang im Bett, verunsichert und unverstanden und mit falschem Text. Was nützt uns ein Verbündeter, der dieselben Eigenschaften hat, wie der Feind, den wir mit jenem verbünden... Es war gerade so gut. Naja, halbwegs. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihre Gier nach Macht sie dazu treibt, neue Gebiete zu erobern. Über das Askal... Ich hege kein Interesse an Boten, die nicht eingetroffen sind. Von Interesse sind nur die Boten, die bereits hier sind. Was haben Sie von uns bezüglich der Alliierung mitgeteilt? Was haben Sie uns bezüglich der Alliierung? Mann, ich fress ein Pferd, Mann. Sofort schossen aus dem unteren Teil des Schlamm. Murdoch drehte sich um die Lage zu checken. Das Schlammwesen schien sich... Geisterjäger, was? Euch treibt wohl der Tag des letzten... Jetzt lese ich auch noch falsch. Euch treibt wohl der Spuk des Euch treibt wohl der Spuk der letzten Tage hierher und nicht der Tag des letzten Spukes. Oh Gott. Der Himmel verdunkelte sich und die Nacht obsiegte den Tag. Der dunkle Schleier des schwarzen Mondes verdrängte die Sonne und warf ein Mist... Ein Mist? Wie kann ich euch helfen? Wie sagt es mir? Wie kann ich euch helfen? Tönte es von Liliana gelassen. Murdoch ging mit seinem Kopf so nah ran, dass nur noch eine Handbreite fehlte, ehe er es berührte und betrachtete fasziniert die Augen des Porträts. Es gab so viel zu tun. Die Bedrohung durch die antiparanormale Kraft wuchs. Während die letzten Strahlen der Sonne den unteren Lesesaal in ein romantisches Orangerot hüllten, trat Buchwurm, der altehrwürdige... Wütig? Ein alter, wütender Bibliothekar ist das. Was ist passiert? Bodewan hob seinen linken Arm vor die Brust und deutete mit zwinkendem Zeigefinger. Ach, zwinkender Zeigefinger? Ja klar, wie soll das denn gehen? Ihr wollt ganz alleine gehen? Was, wenn der Licht recht hat? Ihr wollt ganz alleine gehen? Was, wenn der Licht recht hat?
Lichrich. Ihr wollt ganz alleine gehen? Was, wenn der Lichrich hat? Mann, nach dem CH kann ich das T nicht aussprechen. Soweit ich weiß, gibt es schon einige Individuen.